Vermeide unbedingt diese Smileys in der Kennenlernphase. Ach so, du könntest also mit den falschen Emojis zu feminin wirken. Ganz ehrlich, wenn du feminin so schrecklich findest, warum idealisierst du das innerhalb deines patriarchalen Konstrukts? Also so ein Scheißgelaber kann sich doch keinen Schwanz anhören. Wenn völlig verwirrte Kinder Dating-Tipps kommentieren, wir gucken mal rein. Vermeide unbedingt diese Smileys in der Kennenlernphase. Also jetzt willst du mir auch schon vorschreiben, welche Smileys ich benutzen soll beim Daten und Kennenlernen. Also das ist ja voll der Move von wegen, aber die Grünen sind ja die Verbotspartei, aber selber dann alles verbieten wollen auf jeder absurdesten Art und Weise. Ja, hinkt überhaupt nicht, der Vergleich, ne, politische Verbote versus Dating-Tipps. Warum sind diese Emojis denn komisch? Ich meine, Emojis sind generell keine gute Idee, weil es halt Kinderkram ist. Kinder schreiben Emojis und Erwachsene schreiben erstens gar nicht. Ja, also auch was der andere Typ empfiehlt in der Kennenlernphase, keine Emojis und dann gerne mehr davon oder was auch immer da gekommen ist. Lass es einfach weg, es ist einfach Kinderkram. Man könnte hier und da mal ein Emoji machen, wenn es passt, aber halt, wenn ich da 100 Dinger durchscrolle, dann will ich da nicht lauter Emojis sehen. Ist halt Kinderkram. Warum tust du denn sowas? Lass mich bitte mit diesem Schwachsinn in Ruhe. Nein, darf ich denn nicht lächeln? Darf ich nicht eine Person virtuell umarmen oder irgendwie freundlich sein? Muss ich etwa... Du darfst alles Mögliche im Rahmen des Gesetzes. Du darfst dich dann aber auch gerne drüber wundern, warum hier nichts funktioniert natürlich. Abgesehen davon, dass hier nichts funktioniert, ist es absolut super hier. Muss ich ein Roboter sein oder was? Ja, das ist ja praktisch der absolute Worst Case eines Mannes, in Anführungszeichen. Ja, wenn du auf Frauenjagd gehen willst, oder, das ist ja toxisch, Entschuldigung, wenn du eine Frau für dich gewinnen willst oder eine tolle Beziehung führen willst, dann ist, ja, genau das ist das absolute Klischee, der absolute Prototyp dessen, was nicht zu tun ist und in welche Richtung es auf keinen Fall gehen darf. Und je weiter du von diesem extremen Ende der Skala weg bist, desto besser funktioniert es wahrscheinlich. Mann, sind sie gemein. Sowas von gemein. Tja, so ist nun mal die Situation. Um ihre Anziehung dir gegenüber nicht sofort zu killen. Ja. Das sind halt die Mainstream-Quatsch-Dating-Tipps, ne? Aber trotzdem hat der Typ ja mehr Recht und er war auch als Mann zu erkennen auf den ersten Blick. Was ein Vorteil beim Dating ist. Ach so, also diese Emojis als Teil eines Gefühlsausdrucks. Gut, es gibt cringy Emoji, alles klar, alles fein und so, aber es gibt auch Emojis, die kann ich halt auch einfach der Situation angemessen benutzen und dann... Ja, wie Kinder das so machen. Passen sie auch und dann ist es doch super, dann ist es doch viel besser. Das ist doch viel besser, als einfach den Text da hinschreiben. Ist doch viel besser, wenn du noch irgendein Bildchen da dran machen kannst. Wie gesagt, abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht mit Frauen schreiben soll, sondern... das Handy immer nur als Planungstool und nicht als Kommunikationstool nutzen. Hab aber echt langsam das Gefühl, dass sogar ChatGPT emotionaler und besser mit Gefühlen umgehen kann als Männer in diesem toxisch-maskulinen Männlichkeitsbild. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Emojis schreiben ist jetzt gut mit Gefühlen umgehen können. Bild. Also kindisch. Gut, mit dem kindisch sollte Mensch es auch nicht übertreiben, aber... Ja, da kam jetzt mal ein vernünftiger gerader Satz. Mit kindisch sollte man es nicht übertreiben, aber, da steht es ja schon, Achtung. Kindisch kann auch was Verspieltes haben und was sehr Angenehmes haben, oder? Ich bin Puppenspieler und ich habe... Zahlen! Klar, so mega effektiv beim Dating. Ja, hat er überhaupt nichts verloren. Dürftig, komisch. Hauptsache irgendwelche random negativ konnotierte Adjektive in den Raum werfen. Ja, total random, bedürftig und komisch. Ist das wirklich jetzt negativ beim Dating? Da feminin wirken. Ach so, du könntest also mit den falschen Emojis zu feminin wirken. Okay. Ja, feminin, du bist halt ein Kind. Wirkst halt wie ein Kind einfach dadurch. Und ja, auch feminin. Okay. Ganz ehrlich, wenn du feminin so schrecklich findest, warum idealisierst du das innerhalb deines patriarchalen Konstrukts? Das ist ein Scheißgelaber, das kann sich doch wirklich keine Sau anhören. Ist Kontrolle behalten. Cringe-Smiley. Vermeide unbedingt dieses Smiley. Ja, absoluter Horror. Sehr gute Anleitung, in welche Richtung es nicht gehen sollte. Außer ihr wollt halt null Erfolg mit Frauen. Dann knock yourself out. Aber in diese Richtung sollte es nicht gehen.
Wer vernünftiges Coaching zu dem ganzen Thema haben will, der klickt einfach mal hier oben und kommt gerne zum kostenlosen Erstgespräch. Bis dahin alles Gute, haut rein, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question.